Weihnachten bewegt die Menschen. Herzlich willkommen zum Weihnachtsgottesdienst aus der Stadtkirche in Ludwigsburg, den wir auf diese Weise in diesem Jahr mit Ihnen feiern möchten. Weihnachten bewegt die Menschen. Wir wären sonst nicht hier. Das gilt auch dann, wenn wir Weihnachten auch in diesem Jahr unter den Bedingungen der Corona-Pandemie feiern. Denn Weihnachten hat es mit uns zu tun. Und Weihnachten hat es mit dem Gott zu tun, der in unsere Welt kommt, damit wir uns nicht uns selbst überlassen bleiben. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, heißt es im Johannesevangelium, zu dem, was wir an Weihnachten feiern. Dass wir in diesem Gottesdienst etwas von dem Licht zu fassen bekommen, das von Weihnachten ausgeht, und dass wir etwas von der Freude spüren, die allem Volk widerfahren wird, das wünsche ich uns allen. Das gebe und schenke uns der Gott, in dessen Namen wir diesen Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron. Wir beten mit Worten aus Psalm 96. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Vor dem Herrn, denn er kommt, zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Barmherziger, gnädiger Gott, du kommst in unsere Welt, schutzlos und hilflos als Kind, damit uns geholfen wird, heimatlos und ungeborgen, damit wir Heimat finden in dir, arm und mit leeren Händen, damit wir beschenkt werden. Wo du in unsere Welt kommst, Gott, da wird sichtbar, wer wir sind und was uns fehlt. Wir bitten, komm uns nah, hilf uns, damit unsere Sehnsucht Ruhe findet in dir,
damit wir Menschen deines Friedens werden. Amen. Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heiße Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die ward schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das hat zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Hört der Engel helle Lieder, klingen das weite Feld entlang, und die Berge hallen wieder von des Himmels Lobgesang. Die Engel von ihnen gen Himmel führen, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr gut getan hat. Und die kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, das zu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die das kam, wunderten sich der Rede, wie ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt diese Wörter und bewegte sie in ihren Herzen. Und die Hirten klärten wiederum, sprichen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie dem zu ihnen gesagt war. Ich stehe Liebe Gemeinde, wir feiern Weihnachten schon zum zweiten Mal anders als gewohnt, mit weniger Begegnungen, mit mehr Vorsicht, mit Gottesdiensten wie diesem. Wir sind dünnhäutig geworden am Ende dieses zweiten Corona-Jahres. Das sieht man uns an und trotzdem feiern wir Weihnachten. Was bleibt, wenn wir Weihnachten anders feiern als sonst? Dann bleibt, so soll es jedenfalls in dieser Predigt sein, ein Name, eine Geschichte und eine Frage. Zuerst der Name. Weihnachtschristen nennt man uns manchmal, im Allgemeinen und am Heiligabend im Besonderen, weil wir an Weihnachten mehr sind als sonst. Selbst dann, wenn man es in diesem Jahr nicht so genau sieht. Ehrlich gesagt, ich habe nichts gegen diesen Namen. Ich lasse ihn mir gern gefallen und ich empfehle Ihnen, machen Sie es genauso. Weihnachtschristen ist an Weihnachten ein schöner und allemal passender Name für uns. An Weihnachten können und müssen wir nicht mehr sein als das. Der Theologe und Journalist Matthias Morgenroth hat schon vor einigen Jahren
ein ganzes Buch über uns und unser Weihnachtschristentum geschrieben. Und er hat sich auf die Suche nach Gründen gemacht, warum uns denn Weihnachten trotz allem so wichtig ist. Seine Antwort: Weil Weihnachten mit dem zu tun hat, wonach wir uns sehnen. Wir möchten ja, dass unser Leben nicht nur heute Abend beseeltes, begleitetes Leben ist. Wir wünschen uns, dass unsere Welt eine andere sein oder doch wenigstens werden kann, friedvoller und womöglich auch besser. Eine Welt, in der Menschen sicher wohnen. Wir möchten, dass es sich lohnt, darauf zu hoffen und darauf zu warten und dass es schon jetzt so schöne Dinge gibt wie Sanftmut, Barmherzigkeit, Menschlichkeit, Liebe. Darum hören und erzählen wir heute Abend die Weihnachtsgeschichte von einem Gott, der zu uns kommt. Darum hören wir die Engel das Frieden auf Erden singen und suchen Augenblicke und Orte, an denen wir jetzt schon etwas davon spüren, dass der Himmel auch für uns offen ist. Und wenn es uns schwerfällt, daran zu glauben und damit zu rechnen, wenn wir selber nicht nur durch Corona dünnhäutig geworden sind, dann möchten wir wenigstens an Weihnachten die Botschaft der Engel hören: Fürchtet euch nicht, in diesem Jahr mehr als sonst. Das, liebe Gemeinde, macht Weihnachten aus. Das macht uns an Weihnachten zu Weihnachtschristen willkommen im Club. Damit bin ich schon beim zweiten der Geschichte. Die kennen wir, die hören wir alle Jahre wieder. Heute Abend haben wir sie von Kindern gehört. Die Weihnachtsgeschichte ist eine bewegte Geschichte, voller Unruhe. Vor allem aber schon in dieser Geschichte bewegt Weihnachten die Menschen. Zuerst bewegen sich Maria und Josef, als sie ihren Heimatort Nazareth verlassen müssen, um nach Bethlehem zu gehen. Ein Steuererlass zwingt die beiden dazu, nur wenige Tage vor der Geburt des ersten Kindes. Kein Wort darüber, was es mit diesem Paar und seinem Kind auf sich hat. Zur Weihnachtsgeschichte wird die Geschichte dieser schwierigen Geburt für die Beteiligten im Grund erst, als sich auch der Himmel in Bewegung setzt. Der öffnet sich ja tatsächlich für einen Moment, dann nämlich, wenn die Engel den Hirten erscheinen und ihnen sagen, was da eigentlich geschehen ist. Euch ist heute der Heiland geboren und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt. Dann, ja dann erst, setzen sich auch die Hirten in Bewegung und kommen zum Kind. Es gibt in dieser Geschichte eigentlich kein Innehalten, keine Anbetung der Hirten, wie wir sie von Bildern oder unseren Krippen kennen. Keine Stille und schon gar kein Stallidyll mit Ochs und Esel. Dafür ist in der Weihnachtsgeschichte alles in Bewegung. Die Hirten kommen, sie sagen, was sie von diesem Kind gehört haben, sodass sich alle, die es hören, wundern. Nur von Maria heißt es, dass sie sich die Worte der Hirten merkt und sie im Herzen bewegt. Da wird aus der äußeren Bewegung für einen Moment eine innere. Weihnachten bewegt auch unser Herz. Und dann gehen die Hirten schon wieder und loben und preisen Gott. Und bis zuletzt bleibt die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte in Bewegung. Sie setzt keine vorbereiteten Menschen voraus. Sie hat es mit Menschen zu tun, die nicht auf Weihnachten vorbereitet sind und denen erkennbar etwas fehlt. Zum Beispiel ein sicherer und geschützter Ort, an dem ein Kind gut zur Welt kommen kann. Und genau so, liebe Gemeinde, gerade so kommt das, was wir mit Weihnachten verbinden, in unsere Welt. Damit bin ich beim dritten. Der Frage, wo ist Gott? Denn diese Frage stellen wir uns ja manchmal als große Frage danach, wie es denn sein kann, dass aus unserer Welt noch eine andere, bessere werden kann. Eine friedlichere Welt, in der Leben in seiner ganzen Vielfalt möglich ist. Und oft genug stellen wir die Frage nach Gott als persönliche Frage. Als Frage danach, wo denn der an Weihnachten so vieles bewegende Gott auch mein Leben bewegt. Kennt er denn auch mich, mein Leben, meine Ängste und Sorgen im Blick aufs kommende Jahr? Täuschen wir uns nicht, liebe Gemeinde, es gibt an Weihnachten, auch an Weihnachten, viele Gründe,
seinen angefochtenen und verletzlichen Glauben, nicht nur in diesem Jahr. An Weihnachten erfüllen sich nicht alle unsere Wünsche und es wird, auch das wissen wir, heute Abend längst nicht alles gut. Aber Weihnachten, liebe Gemeinde, Weihnachten wird es doch. Und die Weihnachtsgeschichte sagt mir, wie das, was wir heute feiern, in mein Leben und in meine Welt kommt. Nämlich von unten her. In einem Kind, das in einer Notunterkunft zur Welt kommt. Mit Hirten, die von Schafen weggerufen werden und herbeieilen und dann auch gleich wieder weg sind. Um das weiterzutragen, weiterzusagen, gegen das Vergessen unserer Sehnsucht, gegen die Hoffnungslosigkeit. So fängt Gottes Hoffnungsgeschichte mit uns an. So kommt der Friede in unsere Welt, von dem die Engel singen und nach dem wir uns sehnen. Mit einem Gott, der sich klein macht, mit einem Gott, der sich verletzlich macht, nach einem Gott, der sich aussetzt, damit keiner von uns verloren geht. Auf Weihnachtsbildern kann man das manchmal erkennen, in denen das neugeborene Kind ganz am untersten Bildrand zu finden ist. Die Botschaft dieser Bilder heißt, es gibt nichts, was tiefer ist. Es gibt kein darunter. Gerade so entsteht Weihnachten mit diesem Kind. Als Hoffen und Warten auf dieses Kind. Als bewegt werden und sich bewegen lassen von diesem Kind. In einem unserer Krippenspiele sagte eine Frau ganz am Ende, das soll der Retter der Welt sein, der muss aber noch wachsen. Da hat sie tatsächlich recht. Das Kind wird kein Kind bleiben. Aber es wird sich auch dann noch, wenn es kein Kind mehr ist, verletzlich machen, sich aussetzen bis zuletzt. Und dass es schon als Kind in unsere Welt kommt, so wie wir, das ist schon Teil dieser Hoffnungsgeschichte. Ein wichtiger, nicht nur für uns. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leuchtet wohl mitten in der Nacht, und uns des Lichtes Kinder macht, heißt es in einem unserer älteren Weihnachtslieder. So will ich es heute Abend sehen. Das verbinde ich mit dem, was wir an Weihnachten feiern. Ein Licht, das von diesem unscheinbaren Anfang ausgeht, in dem wir alle an Weihnachten auch dann noch stehen, wenn unsere Kerzen und Lichter am Christbaum und in unseren Häusern längst wieder ausgegangen sind. Es geht von diesem Kind aus, und es reicht bis zu uns. Vor allem aber reicht es bis dahin, wo Menschen bis heute, auch heute Abend, ein verletzliches und verletztes, ein ausgesetztes Leben führen. In diesem Licht finden alle und findet alles seinen Platz. Unsere Erfolge und Misserfolge, unser Gelingen und Scheitern, unsere Sehnsucht nach Anerkennung und sicher auch all die glücklichen und weniger glücklichen Versuche, uns selbst voreinander und vor anderen ins rechte Licht zu setzen. Das alles steht heute Abend in diesem Licht, weil dieses Licht an Weihnachten uns findet und weil man uns in diesem Licht sehen muss, wenn man uns ganz sehen will. Weil es das Licht der Liebe und Menschlichkeit Gottes ist, das unsere unverlierbare und unteilbare Würde begründet. Die Würde aller, nicht nur die meine. Grund, liebe Gemeinde, ist das der eigentliche harte Kern dessen, was wir an Weihnachten feiern, was wir suchen, wenn wir als Weihnachtschristen heute Abend das suchen, was an Weihnachten trägt und was uns und andere an Weihnachten bewegt. Das nehme ich mit, davon lasse ich mich heute Abend bewegen und was wir tun können als Weihnachtschristen, die wir heute Abend alle sind, nun nicht mehr als darauf vertrauen, dass das trägt und hält, heute Abend und an allen kommenden Abenden auch. Und dann stellen wir uns dazu, zu den Hirten und den vielen anderen, die Weihnachten bewegt und singen und summen. Und wer es nicht kann, der brummt und beten mit, ich stehe an deiner Krippe hier. Und nehmen uns dabei und unsere Welt in einem anderen Licht wahr, im Licht der Menschenfreundlichkeit Gottes. Damit fängt das an, wonach wir uns an Weihnachten und nicht nur an Weihnachten sehnen, Friede auf Erden, mitten in einer auf Frieden wartenden Welt. Amen.
ist und Gott zu ehren. Dein sichtbar erschienen ist ewiges Gut. Dein sichtbar erschienen ist ewiges Gut. Wir beten und halten Fürbitte. Gnädiger, barmherziger Gott, in dieser Nacht, in der uns Weihnachten bewegt, in der wir dein Kommen in unsere Welt feiern, bitten wir um das Licht der Hoffnung, um das Licht der Liebe, um das Licht der Zuversicht. Wir bitten, lass das Licht der Hoffnung leuchten in allen Häusern, in denen Sorgen und Probleme, Traurigkeit und Verzweiflung, Einsamkeit und Enttäuschung die Freude über dein Kommen überschatten. Wir bitten, lass das Licht deiner Liebe und deines Friedens leuchten in allen Ländern und an allen Orten, an denen Armut und Hunger, Terror und Leid, Krieg und Gewalt deine mutmachende Botschaft ersticken. Wir bitten, lass das Licht der Zuversicht leuchten für alle Menschen, die sich nach Heimat und Gemeinschaft, nach Freiheit und Frieden sehnen. Für alle, die deiner Verheißung vertrauen und darauf setzen, dass nichts bleiben muss, wie es ist. Gnädiger, barmherziger Gott, in dieser Nacht, in der wir dein Kommen und deine Ankunft in unserer Welt feiern, vertrauen wir auf das Licht der Hoffnung, auf das Licht deiner Liebe, auf das Licht der Zuversicht. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diese Nacht mit dem Segen des menschgewordenen Gottes.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und aller Welt Frieden. Amen.